hab oft schon so sinniert und dann hätt mich interessiert, was in mir drin existiert, was im Leben aus mir wird. Hab zwar immer schon was gespürt, aber nie konkretisiert. Hab ein bisschen komponiert, aber lange Zeit nicht geht. Ich war als Bursche sehr verwirrt, hab mich in die Schule verirrt, hab addiert und dividiert und die Lehrer kritisiert. Die haben mich dafür praktiert, mich zur Norm kanalisiert, mir mein Ego subtrahiert und mich bald eliminiert. Ich will tanzen, ich will springen, will Gitarre spielen, ich will singen, in der Nacht noch Lieder schreien und am Tag dann liegen bleiben. Nur vom Strafen und Benoten durch frustrierte Idioten ab und zu erwatschen gehen, lernst nicht wirklich viel fürs Leben. Hab die Arbeit ausprobiert, mich beruflich etabliert, war durchaus prädestiniert, vielleicht ein bisschen kapriziert, zwar nicht grad elektrisiert, aber trotzdem engagiert. Hab den Stress glorifiziert, hab mich selber ausradiert. Ich will tanzen, ich will springen, will Gitarre spielen, ich will singen, in der Nacht noch Lieder schreien und am Tag dann liegen bleiben. Von der Früh bis spät am Morgen muss die schinden für der Geld und dabei versammst du meistens das, was wirklich für dich zählt. Irgendwann bin ich krepiert und dann haben's mich seziert, haben's lang evaluiert, einen Spezialisten kontaktiert, der hat alles kontrolliert und hat dann signalisiert, ich hätt meinen Traum nie praktiziert und wär deswegen kollabiert. Ich hätt tanzen sollen und springen, hätt Gitarre spielen sollen und singen, in der Nacht nur Lieder schreiben und am